Also bringt mir das jetzt überhaupt was? Ich bin jetzt ins Studium reingekommen, ja, habe mich da jetzt reingekämpft. Ja. Ich habe 4 Monate ja für den TMS gelernt. Die Realschulempfehlung, 10. Klasse, 3,2er Schnitt. Das war der Fehler, mach den bitte nicht. Ja, ich dachte wirklich, ich fall durch. Ihr macht euch das Studium wirklich 10-mal so schwer. Chemie, Physik, Bio war ich schlecht. Das sind die 3 Fächer, wo man sagt, das brauchst du im Medizinstudium. Das ist extrem wichtig. Ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Das war für mich, sage ich mal, jetzt mit die größte Hürde. Ja, da hatten wir im ersten Semester dann auch schon eine dicke Klausur. Da habe ich nämlich falsch für gelernt. Okay, wo findet was statt? Weil am Anfang hat man überhaupt gar keinen Durchblick. Man ist voll neu, man ist wie so ein Neugeborenes. Ich war auch so motiviert. Ja. Ich habe genau das Gleiche gesagt. Mir haben damals die Leute gesagt, ja, lern nicht mit diesen dicken Dingern. Und ich war so, ja, komm, ich zeig's euch. 3, 2, 1. Was geht? Mein Name ist Jonas. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich studiere momentan im 6. Semester Humanmedizin in Frankfurt. Ich habe ja im letzten Video darüber gesprochen, wie ich jetzt an meinen Studienplatz überhaupt gekommen bin. Ja, über die Realschulempfehlung, ja, dann 10. Klasse, 3,2er Schnitt. Dann 11., 12. Klasse verbessert, dann den TMS gemacht und dann bin ich tatsächlich in Gießen, habe ich dann 2017 einen Studienplatz bekommen. Ja, mittlerweile studiere ich ja in Frankfurt. So, das wird jetzt wieder so ein ungeschnittenes Video. Ja, ich versuche es wieder so authentisch wie möglich zu machen. Es geht in dem Video um die Frage, also bringt mir das jetzt überhaupt was? Ja, ich bin jetzt ins Studium reingekommen, ja, habe mich da jetzt reingekämpft. Ja, ich habe 4 Monate ja für den TMS gelernt. Du fällst mir hier nicht um, der braucht übrigens noch einen Namen. Ja. Vorschläge waren die Kommentare. Ich habe übrigens gerade, ich will da so authentisch wie möglich sein. Also ich muss jetzt auch nicht überziehen hier mit dem authentisch, aber auf jeden Fall, ich habe hier gerade schon einen Versuch richtig in den Sand gesetzt, weil ich hatte heute eine Pharmaklausur und bin deswegen auch vielleicht auch so ein bisschen gestresst. In 2 Wochen habe ich auch wieder eine dicke Klausur. Ich versuche das Video jetzt gerade hier noch so mitten reinzuschieben. Ja, aber ich will euch jetzt mal erzählen, wie war das bei mir jetzt? Ich bin ins erste Semester gekommen, ja, voll excited, das erste Mal in den Hörsaal. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal vor dem Hörsaal stand mit einem anderen Kommiliton, den ich damals noch nicht kannte. Ja, man war total so, okay, was erwartet mich jetzt hier überhaupt? Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Connectet euch mit den anderen Kommilitonen. Das ist extrem wichtig. Ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Muss ich gucken, ob das Mic sitzt. Sitzt es, ja. Extrem wichtig. Deswegen, ja, damit ihr überhaupt wisst, okay, wo findet was statt, weil am Anfang hat man überhaupt gar keinen Durchblick. Man ist voll neu, man ist wie so ein Neugeborenes, man ist wie so ein Kind, was eingeschult wird. Ja, übrigens behandeln einen die höheren Semester auch so. Ja, ich weiß noch damals, erste Veranstaltung, die wir hatten, oder diese erste Woche, so nennt man die ja, die Woche, wo man sich eben so kennenlernen kann, ganz wichtige Woche. Connectet euch mit den anderen Leuten, auch später, wenn ihr Lerninhalte austauscht. Ja, bei Praktikas, wir haben uns die Sachen gegenseitig zugeschoben, haben uns da gegenseitig unterstützt, uns die Arbeit abgenommen. Also wenn ihr nicht mit anderen Leuten connected seid, ihr macht euch das Studium wirklich 10-mal so schwer. Also es ist meine persönliche Meinung, das habe ich so empfunden. Wenn man das alles alleine macht, dann wird es schwieriger. Vor allem auch, wenn es gerade am Anfang sehr viel ist, ja, das Studium muss man ja sagen, man muss schon was machen, dann kann man sich da auch so ein bisschen, ja, sein Leid quasi so ein bisschen teilen und das tut dann auch teilweise mal gut. Aber ich will jetzt mit euch mal so die einzelnen Fächer durchgehen, die wir am Anfang hatten. Ja, ich habe mir auch so einen schlauen Zettel gemacht, alles das, was ich ansprechen wollte. Bücher wollte ich gleich ansprechen, ganz, ganz wichtig. Und das erste Fach Biologie. Ja, denkt man jetzt erstmal, Bio, Schule, ja, war ja bei mir so. Ich war scheiße, also ich sag's einfach mal so, wie es war. Ich war nicht gut in der Schule in Bio, habe da immer meine 4 teilweise einkassiert. Ich stand immer zwischen 3 und 4, hatte Bio-LK, 11., 12. stand ich 3 und 4. Ja. Dann Chemie, abgewählt in der 9. Physik, gar kein Plan. Ja, saß ich immer mit meinem Kumpel, hatte ich ja im letzten Video erzählt. Hatte ich das schon gesagt? Ja, ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass ich das oben verlinken werde, beziehungsweise in die Box packen.
das letzte Video über meinen Weg ins Studium. Ja, also in Physik saß ich immer mit meinem Kumpel da in der ersten Reihe, wir hatten aber auch gar keinen Plan. Also Chemie, Physik, Bio war ich schlecht. Das sind die drei Fächer, wo man sagt, das brauchst du im Medizinstudium. Ich kann euch da wirklich beruhigen. Biologie habe ich im Medizinstudium für die erste Klausur zwei Wochen so ungefähr für gelernt. Das ist tatsächlich nicht so schwer. Ja, wir hatten da zwei Klausuren, aber nur die erste, glaube ich, im ersten Semester. Und da kann ich euch direkt einen Büchertipp geben. Lernt bitte nicht mit diesen dicken Schinken. Also wenn ihr jetzt so ein Typ seid wie ich, ja, der jetzt nicht so ein krasser Überflieger ist. Ja, ich habe einen Kumpel zum Beispiel in Bonn, der hat das ein bisschen einfacher. Der fliegt ja auch mal gerne durch so 1000 Seiten Schinken durch. Das packe ich nicht. Ja. Ich muss mich immer an den Kurzlehrbüchern orientieren. Aber ich finde, die sind auch völlig ausreichend, diese Kurzlehrbücher. Weil ich, also meiner Meinung nach, ich spreche jetzt immer nur von meinen Erfahrungen, meiner Meinung nach, ja, können Leute, die Profs haben da wahrscheinlich eine andere Meinung, ja, oder andere Leute haben da eine andere Meinung. Ihr braucht nicht dieses absolute Detailwissen, ja, die Grundlagen, darum geht es ja in der Vorklinik, damit man in den Naturwissenschaften so ein bisschen so einen Grundplan hat, um später dann in der Klinik dann tatsächlich das zu lernen, was ein Arzt irgendwo auch ausmacht. Also, Kurzlehrbücher, erster Tipp, nicht, ja, die Profs sagen euch in den Vorlesungen, die empfehlen euch immer die Bücher, die ja das meiste Detailwissen haben, auch am korrektesten natürlich geschrieben sind. Die wollen euch natürlich nicht Bücher empfehlen, ja, die irgendwie so vereinfacht geschrieben sind und dann auch teilweise nicht zu 100% richtig. Aber das müssen die Bücher auch gar nicht sein, die sollen euch ja so ein Grundverständnis sein. Also die sind natürlich sind die Kurzlehrbücher im größten Teil richtig, sonst wird man natürlich die Klausur noch nicht bestehen. Ja, ich kann euch sagen, ohne jetzt wieder irgendwie zu flexen, ich habe ja im Physikum, anzugeben, ich habe es im Physikum auf eine glatte 2 geschafft. Ja, es ist ja so, man kann im Physikum ja nicht irgendwie so 1,7, 6, 5 wie in der Schule, 5 geht schon, aber man kann nur die volle Note haben, also eine 1, 1,5 und dann kommt 2 haben. Ja. Also sowas geht zum Beispiel gar nicht, dass man 1,6, 1,7 hat. Also ich habe es tatsächlich auf eine gute Note geschafft mit diesen Kurzlehrbüchern. Ich habe wirklich nie, außer in Anatomie, da hatte ich immer die, ja, jetzt kann ich auch mal Werbung hier machen, Prometheus Lernatlanten. Da ist es auch wirklich wichtig, finde ich. Da braucht man, also später im Physikum kann man auch gut mit den mit so Kurzlehrbüchern lernen, beziehungsweise mit Endspurt-Skripten. Die kann ich nur empfehlen. Diese Skripte sind wirklich... Ich bin denen immer noch extrem dankbar, gerade in Fächern wie Biochemie, Physiologie. Aber das ist jetzt was anderes, das kommt erst später. Das erste Semester selber jetzt, ja, sonst schweife ich jetzt zu sehr ab. Aber wie gesagt, ich will das Video ja nicht schneiden, weil ich einfach finde, ich kann die Erfahrung, die ich gesammelt habe, nur so echt wie möglich rüberbringen, wenn ich das Video jetzt nicht irgendwie mir so zusammenschneide. Also Biologie hatte ich angesprochen, ist gar nicht so schwer. Ja, auch wenn ihr jetzt irgendwie in der Schule da nicht so gut wart, macht euch da keinen Kopf. Lernt da vernünftig und vor allem auch noch ein guter Tipp, meiner Meinung nach, was ihr wahrscheinlich aber sowieso machen werdet. Auf jeden Fall umhören, mit was lernen die anderen, weil das ist eigentlich, das ist nie falsch, mit was die meisten Leute quasi lernen. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ja, immer die Bücher, mit denen die meisten Leute lernen, sind eigentlich immer die besten. Ja, kommt nicht irgendwie auf Ideen. Alles gilt nur dafür, wenn ihr jetzt so wie ich jetzt nicht so das Überbrain seid. Dann kommt nicht auf irgendwelche Experimentideen, dass ihr jetzt auf einmal den Schinken nehmt, weil ihr so motiviert seid. Ich war auch so motiviert. Ja? Ich habe genau das Gleiche gesagt. Mir haben damals die Leute gesagt, lern nicht mit diesen dicken Dingern. Und ich war so, ja, komm, ich zeig's euch. Ich lerne mit den fetten Dingern. Und jetzt muss ich gerade doch einen Schnitt machen. Ich habe gerade eine nicht jugendfreie Sache gesagt. Deswegen nicht, dass ich hier von YouTube gebannt werde. Jetzt musste ein Schnitt kommen. So, das nächste Fach aber, was ich ansprechen wollte, ist dann Terminologie. Ja, man brauchte ja früher... das große Latinum oder das kleine Latinum braucht man heute ja mittlerweile nicht mehr. Terminologie ist ein mega entspanntes Fach. Ja, da lernt ihr nur so ein bisschen,
ja, ein paar lateinische Begriffe. Ich weiß selber gar nicht mehr richtig, was ich da wirklich gelernt habe. Also das war vielleicht 3 Tage lernen. Das Fach ist das entspannteste von allen. Ja, wirklich. Macht euch da gar keinen Stress. Ihr kriegt da meistens auch von der Uni sowas, zumindest bei uns, so ein kleines Skript. Lernt das durch und dann packt ihr das easy. Also bei uns waren das jetzt die ersten Fächer. Ja, es kann an manchen Unis sein, dass jetzt dann zum Beispiel erst Terminologie kommt, dann Biologie. Dann, nächstes Fach, hatte ich gerade schon angesprochen, Anatomie. Anatomie ist im Medizinstudium in der Vorklinik das meiste. Ja. Wir hatten das so unterteilt in 5 Testate. Das erste Testat war so ein bisschen die Grundstrukturen lernen von Knorpel, Knochen, Muskeln. Ja, wie sind die so mikroskopisch aufgebaut? Ja, und auch so ein bisschen makroskopisch. Was ist das überhaupt? Ja, so ganz mäßig so die Grundlagen lernen. Die Klausur war schriftlich. Ja, alle anderen 4 Testate sind mündlich. Ja, später, wenn ihr dann den Prep-Kurs habt, ich glaube, der hat bei uns im 2. Semester dann erst angefangen, oder sogar im 1. vertue ich mich jetzt. Muss ich jetzt nochmal, da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, egal. Das ist auch in jeder Uni eben ein bisschen anders. Ich glaube, der hat am Ende des 1. oder am Anfang des 2. angefangen. Der Prep-Kurs ist ja da der Kurs, wo ihr mit Körpernspendern bzw. ja, an Leichen quasi euren eigenen Körper dann besser kennenlernen könnt. Und da habt ihr dann immer mündliche Testate, wo die Prüfer bzw. die Profs euch dann immer direkt am Körperspender prüfen. Also das erste Anatomietestat, da habe ich schon viel für gelernt. Da habe ich mir jetzt dann, da war ich so richtig motiviert, habe mir wirklich so drei Blöcke, ja, ganze Blöcke vollgeschrieben, habe auch so einen dicken, ja, das war der Fehler, macht den bitte nicht. Also meiner Meinung nach, wenn ihr nicht die krassesten Voraussetzungen habt, lernt da nicht unbedingt mit der dualen Reihe. Das ist so ein Schinken. Also meiner Meinung nach Prometheus und für die Mikroskopie ein Kurzlehrbuch. Damit sollte man eigentlich durchkommen. Oder jetzt gerade für das erste Testat, also jetzt so Grundaufbau von Muskel, Knorpel, Knochen, kann man sich auch ein Kurzlehrbuch, denke ich, zulegen. Ich kann euch da auch eins verlinken, wenn ihr wollt. Ja, jetzt dann kriege ich schon die Kommentare, ja, er packt Affiliate-Links rein, er will Cash machen damit. Nein, dann lasse ich die Links lieber raus und werde euch jetzt hier so ein Buch einblenden, was man benutzen kann, wahrscheinlich irgendeins von Thieme oder so. Ja, auch wieder Schleichwerbung, egal. Genau. Anatomie muss man schon ordentlich lernen. Da müsst ihr so für euch selber so ein bisschen die Lernform quasi finden. Schreibt ihr euch alles raus. Ja, ich kenne es von den meisten Mädchen bzw. Frauen, die schreiben sich häufiger so meistens alles schön detailliert raus. So habe ich es auch gemacht, habe mir für jeden Absatz quasi im Anatomiebuch so eine eigene Mappe angefertigt. Kann man machen, ich habe damit auch gut bestanden. Ich bin später dann umgesprungen. Jetzt gehe ich auf die Lernmethoden so ein bisschen ein. Ich kann auch da vielleicht mal ein einzelnes Video zu machen. Ja? Sonst wird das Video hier viel, viel zu lang, wenn ich jetzt über die Lernmethoden ganz genau rede. Wenn ihr das wollt, ja, dann lasst gerne dem Video ein Like da oder schreibt es in die Kommentare, dass ich über meine Lernmethoden, wie ich im Medizinstudium gelernt habe, dass ich da auch mal ein Video zu machen soll. Weil da kann man echt viel Zeit sparen und im Medizinstudium geht es darum, Zeit zu sparen, weil ihr müsst, ja, wie ihr ja wisst, ja, das ist jetzt bestimmt nichts Neues für euch. Man muss im Medizinstudium viel lernen, sonst packt man es nicht durch. Jetzt gucke ich gerade, bevor der Speicherplatz voll ist. Nee, wird er nicht. Also, man muss viel lernen. Und dabei war ich. Anatomie ist aber machbar, wenn ihr euch hinsetzt. Dann. Das war jetzt gerade so schnell runtergesprochen. Anatomie ist, wie gesagt, machbar, aber man muss sehr viel schon dafür machen. Muss ich ganz ehrlich mit euch sein. Ich habe auch schon so Fragen auf Insta jetzt bekommen. Instagram kann ich euch auch mal hier einblenden. Schreibt mir da immer gerne. Ich beantworte da wirklich liebend gern eure Fragen. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Kanal mache. Ja, wenn ich kein Feedback bekomme, dann macht es mir auch halb so wenig Spaß. Also schreibt mir da wirklich gerne. Ich beantworte da mega gerne auch eure Fragen oder schickt mir da Videovorschläge oder so. Dann, nächstes Fach ist Chemie. Chemie ist, das war für mich, sage ich mal, jetzt mit die größte Hürde. Ja, da hatten wir im ersten Semester
dann auch schon eine dicke Klausur. Da habe ich nämlich falsch für gelernt. Ich habe da so gelernt mit, dass ich mir die Vorlesung online immer reingezogen habe, ja, weil die haben da bei uns das so gemacht, dass die da so ein Online-Videoportal quasi gemacht haben, wo man sich die Vorlesung online angucken konnte. Stimmt, bei Chemie bin ich sogar schon im ersten Semester nicht in die Vorlesung gegangen. Das ist ein anderes Thema mit dem Vorlesungsgehen. Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt schon erzählt? Auf jeden Fall, im ersten Semester geht in die Vorlesung zum Connecten mit den Leuten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann im zweiten Semester bin ich, ab dem zweiten Semester bin ich in keine Vorlesung mehr gegangen. Das ist ein anderes Thema. Warum kann ich dann auch nochmal in einem Video besprechen, wie es dann aussieht im zweiten, dritten, vierten Semester. Aber am ersten geht auf jeden Fall in die Vorlesung. Ich kann es euch nur wirklich ans Herz legen. Wir sind bei Chemie stehen geblieben. Chemie hat mir echt nicht, ist mir nicht einfach gefallen, muss ich ehrlich sagen. Die meisten Leute haben mehr Probleme mit der organischen Chemie. Das ging für mich eigentlich ganz gut. Ich hatte mit der anorganischen irgendwie mehr Probleme. Wie gesagt, in der Schule, ich hatte ja gar keinen Plan und habe dann tatsächlich auch so einen Vorbereitungskurs gemacht. Der hat mir aber tatsächlich gar nicht so viel gebracht. Der hat nur viel gekostet, war im Nachhinein unnötig. Holt euch da, wenn ihr euch da vorbereiten wollt, wenn ihr wirklich aus der Schule gar keinen Plan habt, holt euch auch wieder. Kann ich wieder nur Kurzlehrbuch empfehlen. Also ich bin davon wirklich ein Befürworter von diesen Kurzlehrbüchern, weil die einfach, ja, die Sachen einfacher beschreiben. Nicht so Strukturformel, dass die Sätze so verkomplizieren und man sich so teilweise denkt, was habe ich jetzt da überhaupt gelesen? Ich kann es mir gar nicht merken. Die Kurzlehrbücher machen es so wirklich so, in Anführungszeichen, für die Dummies. So, aber für die Dummies heißt im Medizinstudium immer noch, das ist ordentlich viel. Also ihr müsst jetzt nicht glauben, ja, ich hab wenig gemacht. Das ist immer noch viel. Wenn ihr die Sachen nicht einmal lest und dann direkt alles ja, behaltet quasi, ja, sondern zweimal über eine Seite gehen müsst, dann lest ihr da genauso viel wie Leute, die einmal über Sachen drüber fliegen oder einmal Sachen hören und dann, nicht, dass das Mic hier rutscht, und dann sich die Sachen merken. Kurzlehrbücher, meine Empfehlung an euch. Ja. Welche ich da genau hatte, kann ich euch auch gerne dann, kann ich nochmal ein einzelnes Video darüber machen, über die einzelnen Bücher, was ich daran so gut finde. Ein Tipp, Endspurtskripte, beste Leben, ich sag's euch. Da mache ich nochmal ein einzelnes Video zu den Endspurtskripten. Chemie, da hatte ich dann in der ersten Klausur, das Video wird lang, aber ich will euch, ich kann es nur in so einem langen Video so ehrlich wie möglich sagen, wie es dann tatsächlich war. Chemie, dann erste Klausur, bin ich genau an der Grenze gewesen, ja, zum Bestehen. Weil das ist eine Klausur, wird wahrscheinlich an jeder Uni so sein, die nicht jetzt nur Multiple Choice ist. Sprich, in den anderen Klausuren, auch im Bio, da kreuzt ihr einfach immer durch. Also ihr habt immer eine Frage und dann steht da A, B, C, D, E, was ist richtig. Bei Chemie war es teilweise so, man musste auch zeichnen, man musste irgendwas rechnen. Das war echt nicht so einfach. Ich bin da mit der Zeit einfach nicht durchgekommen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Geht die Altfragen durch, setzt euch einen Timer und guckt, ob ihr von der Zeit hinkommt. Ja, weil das ist das Bitterste, wenn es an der Zeit dann scheitert, wenn man das beim Proben nicht geübt hat. Wenn ich jetzt auch schon beim Thema bin, Altklausuren. Das Wichtigste. Ja, ich habe heute eine Pharmakologie-Klausur geschrieben. Ich hoffe, es ist jetzt schon ein bisschen spät. Ich wirke dadurch nicht ein bisschen gestresst, aber ich versuche es so gut wie möglich zu vermeiden. ich habe heute Morgen den ganzen Tag auch wieder nur... Heute Morgen den ganzen Tag, alles klar. Ich habe heute Morgen auch wieder nur gekreuzt. Gestern den ganzen Tag so viele Fragen wie möglich. Oftmals nehmen die Prof... Jetzt fällt der mir fast schon wieder um heute. Der kippt noch. Die Professoren nehmen richtig oft Altfragen dran, weil die auch teilweise einfach zu faul sind, irgendwelche neuen Fragen, glaube ich, zu kreieren. Oder auch einfach die Klausuren eben nicht vom Schwierigkeitsgrad unterschiedlich schwer zu machen. Deswegen Altfragen, Altfragen, Altfragen. Wenn ich jetzt zu dem Fach Chemie, was mir da Probleme bereitet hat, auch nochmal ein Video machen soll, oder eher besser gesagt, ja, ich werde euch die Chemie ja jetzt nicht erklären, sondern ich werde euch da nur eine Buchempfehlung vielleicht jetzt auch hier reinpacken, irgendein Kurslehrbuch oder so. Dann, was hatte ich noch? Dann kam auch noch, genau, das zweite Anatomietestat.
das zweite Anatomietest hatte. Nicht wundern, ich gucke ab und zu mal ein bisschen auf die Zeit. Das war jetzt, das ist der Bomber bei uns gewesen. Ja? Das ist das Testat-Bewegungsapparat. Ursprung, Ansatz von Muskeln, Nerven, Arterien, Venen, also die ganzen Gefäße. Ihr müsst alles auswendig lernen. Das ist das Ätzendste von allen. Das ist einfach nur in den Kopf ballern. Ja, ich weiß noch ganz genau am Tag vom Testat, ich dachte wirklich, ja, vielleicht finde ich die Sprachnachricht noch, wenn ich mal zurückgehe in den Chats mit einem Kumpel von mir. Ja, ich dachte wirklich, ich falle durch. Ja, weil das ist so viel Stoff aus der Schule, man ist es nicht gewohnt. Man denkt, man hat in der Schule viel gemacht. Das ist sehr, sehr viel. Aber ich kann euch beruhigen, ihr müsst da nicht alles wissen. Ja, ich dachte in der Schule damals, man muss schon einiges wissen, aber im Medizinstudium, ihr müsst nicht alles wissen. Ihr könnt auch gar nicht alles wissen. Das ist der große Punkt. Es ist einfach nicht möglich. Es ist wirklich nicht möglich, alles zu wissen, außer ihr habt wirklich ein fotografisches Gedächtnis. Für mich war es nicht definitiv nicht möglich. Ja, ich weiß, kann mich noch genau an das Testat dann erinnern, an das mündliche Testat. Davor ist man richtig nervös. Da kann ich auch nochmal ein Video zu machen, wie da meine Erfahrungen waren vom Testat, wie man da sich am besten entspannen kann und was ich da so am Abend davor gemacht habe. Aber wenn ihr es dann geschafft habt, das ist das beste Gefühl. Ja, man freut sich mit seinen Kommilitonen so und da sind auch wenige durchgefallen. Weil man sich am Anfang einfach so einen Stress macht und denkt, man müsste alles können, muss man aber einfach nicht. Ja, ich will euch da so ein bisschen die Angst nehmen. Ja, und das waren so die Fächer, die ich im ersten Semester hatte. Es ist tatsächlich so, dass es einfach nicht so schwer ist, wie man denkt. Es ist nicht so schwer, sondern es ist viel. Und ihr müsst einfach arbeiten. Ihr müsst wirklich, also es ist nicht einfach, sondern ihr müsst arbeiten. Und ihr müsst euch den Tag strukturieren. Da kann ich auch noch ein Video zu machen. Ich habe nämlich meiner Meinung nach echt einen sehr, sehr guten Lerntipp. Sehr, sehr gute Lerntipps, wie ich es geschafft habe, meinen Tag besser zu strukturieren und wie man auch Bock hat, sage ich mal, zu lernen, wie man Bock hat, weiterzulernen, wenn man schon am Tag angefangen hat zu lernen. Also wenn ihr da ein Video zu haben wollt, das kann ich gerne machen. Ich gucke gerade auf mein Ding, ob ich hier noch irgendwas habe. Nee. Also, abschließende Worte. Im ersten Semester, es ist ein bisschen überwältigend, kann es sein. Aber wenn ihr da wirklich dran bleibt und arbeitet und euch auch vor allem im Austausch mit euren Kommilitonen seid, ja, die sind in der gleichen Situation wie ihr. Und da kann man auch so ein bisschen Halt finden. Als wenn man alleine ist und daran kaputt geht und denkt, nur ich habe das Problem, ich bin hier am Struggeln, sage ich jetzt mal. Die ersten 4 Semester sind einfach nicht so wenig. Gerne kann ich über Semester 2, 3 und 4 auch noch ein Video machen, wie es da so aussah. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, schreibt entweder in die Kommentare oder bei Instagram. Ja, also das wirklich das abschließende Wort jetzt. Das Video ist so lang. Das abschließende Wort von mir ist, ihr seid nicht umsonst ins Medizinstudium reingekommen, sondern wenn ihr da durchzieht, genauso wie für den TMS, ich sag's euch, wenn ihr für den TMS krass gelernt habt, dann seid ihr perfekt vorbereitet für das Studium. Ja, wenn ihr da jeden Tag, wie ich, für gelernt habt, 4 Monate lang, dann kann euch im Medizinstudium auch nichts mehr überraschen. Ja, mir haben Leute gesagt, die nicht diesen TMS gemacht haben, voll krass im Vergleich zur Schule, ich war schon tatsächlich so ein bisschen vorbereitet, weil ich für diesen TMS wie so ein Gestörter gelernt habe, ja, um es mal ehrlich zu formulieren. Ja, das war es eigentlich so. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann abonniere vielleicht doch einfach den Kanal, würde mich sehr freuen und gib dem Video ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Jonas, bis dahin. Ciao, ciao.